Servus Leute und willkommen zu dem Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Ja, ein Champions League Spiel der Sonderklasse. Also das Heimspiel, das ist ja schon richtig geil gewesen von Dortmund. Und ja, jetzt spielen wir auswärts im Bernabeu-Stadion. Und sind mal gespannt, wie das hier ausgeht. Also, das ist so, ja, deutscher Topfußball gegen spanischer Topfußball. Ist ein Hammer, bin ich der Meinung. Also, wahrscheinlich mit eins der besten Spiele, was diese Champions League Saison hier auf die Beine stellen kann, an Paarungen. Es kann wirklich nicht durch vieles getoppt werden. Aber naja, schauen wir mal, wie das Spiel am Ende ausgeht. Ja, hier unsere altbekannten Gesichter, da Özil war dabei und Modric, ja, hier Reus, der Liebe. Endlich mal mit in der Startaufstellung. Ich glaube, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, war auch Götze dabei. Bin mir aber gerade nicht sicher, weil, ja, ist halt immer die von EA vorgeschriebene Standardaufstellung, sage ich mal. Also ich ändere da aber nie was dran. Aber jetzt gucken wir erstmal bei Real. Ja, Cristiano Ronaldo, und das ist ja logisch. 11 Treffer hat er schon. Hammer. Habe ich jetzt gar nicht so gewusst, aber naja, ja, Ronaldo, Özil, Benzema, Kedira war, glaube ich, nicht dabei. Und gucken, ja, Götze und Reus zusammen diesmal. Ja, Lewandowski, die Tormaschine von Dortmund. Ach, sehr gut hier, 4-2-3-1, selber Aufstellung, Real. Schauen wir nur einfach mal, wer besser ins Spiel kommt und vor allem, wer dann die besseren Tore schießt, sage ich mal. Mein Tipp ist, wenn ich jetzt so das Hinspiel betrachte, wäre es eigentlich für Dortmund, aber wenn ich jetzt überlege, dass sie in Madrid spielen, denke ich doch eher, dass Madrid mit einem 2-1 gewinnt. Und ja, ich denke mir auch, das verdient uns. Ich glaube sowieso, dass in dieser Gruppe Real und Dortmund weiterkommt, aber in welcher Reihenfolge ist jetzt noch nicht so richtig zu sagen. Ich glaube, Real wird Erster und Dortmund Zweiter. Aber für Überraschung ist ja der Fußball immer gut, wie man so schön als Sprichwort immer gesagt bekommt. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Özil auf Benzema, bleibt hängen. Hier Gündogan, schön auf Lewandowski, was macht er? Ah, schön gedreht hier. Auf Reus. Bis Jack. Das sah böse aus. Jawohl. Und faul. Was gibt's denn da jetzt? Oh, ganz knapp vom Elfmeter. Und macht's Reus? Nee. Götze. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber leider gab es keine Wiederholung, also denke ich mal, war es auch nicht so knapp, das Tor. Oder der Schuss, besser gesagt. Und ja, schau einfach, Modric relativ zentral. Ich hätte ihn ja doch mehr auf der linken Seite erwartet. Aber da ist er eigentlich, warte, vor allem, Dingsbums. Ronaldo! Ja, Modric macht das 1-0 in der 11. Minute. Hammerhart. Es ist ja nun wirklich überhaupt kein richtiger Torschütze, aber ja, hat sich schön durchgesetzt hier und dann erst den Pfosten getroffen und dann nochmal mit Glück eher einen Ball bekommen als Hummels. Ja, was willst du machen? Ist eigentlich so, als Torhüter bist du wirklich chancenlos, obwohl sich Weidenfeller nochmal schön reingeschmissen hat und versucht hat, den Ball zu fangen. Aber naja. Aber hoffen wir mal, dass jetzt Dortmund hier nicht direkt gleich aufsteckt und sagt, ja, wir liegen hinten, wir haben eh verloren. Sondern schön weiter fighten uns, ne? Das ist alles drin, ne? Ja, die Maria, Özil. Jetzt machen wir es schnell hier. Ich sehe schon, kommen hier Flanken rein, oder nicht? Och, was nun? Okay, erstmal wieder ein bisschen Sicherheit und ja.
was bringt das, die Bälle so weit rauszuschlagen, wenn du dann nicht im Ballbesitz bleibst. Aber die haben es doch geschafft und ein unnötiger, sinnloser Trick von Götze, muss ich jetzt ernsthaft mal so sagen. Und wirkt sich da vollkommen zu Unrecht auf. Naja, naja, was soll's. Schön abgefangen von Kehl. Du Hummels. Gündogan. Götze. Götze? Ja. Versuchen sie mal über die Mitte, das ist sehr schlecht, weil der Real sehr, sehr defensiv, also sehr gut steht, auch defensiv. Also ist ja sonst so ein bisschen immer mal mit die Schwäche und ja, der Nachteil von Madrid, bin ich der Meinung, die Abwehr. Also, sind zwar offensiv extrem gut, aber in der Defensive haben sie jetzt noch ihre Schwächen, haben sie jetzt nicht so die extrem guten. Gut, sie haben ein Pepe oder Pepe, wie auch immer, ist ein richtiges Bollwerk, sage ich mal. Also, weil gegen den rennt, kippt erstmal 5 Meter zurück. Aber ja, in meinen Augen ist es jetzt nicht wirklich der beste Verteidiger. Okay, Marcello ist gut, aber halt als Verteidiger in meinen Augen zu klein. Das ist genau die derselbe Nachteil, den ich sehe bei Lahm. Er ist in meinen Augen einfach zu klein als Verteidiger, auch wenn er wirklich klasse Leistung bringt. Eine mal hohe Bälle oder so kommt, steht da, verliert wirklich jedes Kopfballduell. Und sonst, den haben sie denn noch in der Abwehr? Sergio Ramos, den sogenannten Rugby-Spieler, weil, ja, ich sag nur Champions League und Dortmund, Bayern, ne, Elfmeterschießen. Ihr wisst, Leute, was ich meine. Ja, ja. Naja, das ist so, weiß nicht, so die Spiele, diese haben in der Abwehr, wo ich sagen muss, die sind richtig gut, auch wenn ihr jetzt wieder sagt, ja, gehst nur nach Namen oder so. Aber wenn ich mir so die anderen angucke, überzeugen mich nicht. Das ist halt meine Meinung. Kann mich gerne jeder eines anderen oder besseren belehren. Aber naja. Schauen wir mal. Was macht der Modric hier auf die Maria? Das ist ein sehr schneller Mann. Also der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Finde ich, ist ein klasse Spieler und hat auch noch sehr viel Potenzial. Also ja. Also kann was sehr Großes werden, denn ist auch, man sieht wirklich ein sehr guter Flügelstürmer oder halt auch Außenspieler, sage ich mal. Also bin wirklich sehr viel auf und ab und bietet sich an. Und in der Mitte ist er jetzt nicht so der Bringer, bin ich der Meinung, weil er einfach zu schnell umfällt. Also er ist einfach, ja, ein Fliegengewicht, sage ich mal, wenn er jetzt wirklich so 1,80 Meter, 1,90 Meter Spieler steht und da, weiß ich nicht, vielleicht so seine 90 oder 100 Kilo da mal einen Mann reinhaut, ja, dann sieht da ein bisschen schlecht aus, weil, ja, fliegt zwar auch weg, kann Glück haben, dass er vielleicht einen Elfmeter kriegt oder halt einen Freistoß rausholt, aber meistens, wenn es wirklich so normaler Zweikampf ist, dann ist er immer im Nachteil. Aber das macht er halt alles durch Schnelligkeit. Schnelligkeit weg. Sehr schade. Sehr geil rausgespielt und sehr knapp vorbei, so aus dieser Perspektive hier. Und ja, ich hoffe mal, diese Kommentatoren hier im Spiel stören euch nicht zu sehr. Wenn ja, könnt ihr mir mal zu wissen geben und dann stelle ich sie wieder ab. Also ich habe gedacht, damit ich nicht immer ganz so alleine jetzt momentan bin. Ja, lasse ich sie mal an. Die quatschen ja auch ab und zu mal ein bisschen was rein. Sah gerade wieder sehr gefährlich aus, was da vor dem Druckmoment hier passiert ist. Aber gut gerettet, muss ich so sagen. Was ja heute auch noch nebenbei läuft, ist das Schalke-Arsenal-Spiel, wo ja auch Schalke sehr, sehr überraschend in Arsenal, oder besser gesagt in London, gewonnen hat. Um 1-1 in der 45. noch. Lewandowski kippt um und freut sich, dieser Marienkäfer. Ah, hier seht man es nochmal. Sehr schön hier. Kombination und dann. Ja, kann auch Glück haben, dass er den Torhüter nur angeschossen hat und dann springt das Ding noch rein. Also, ja. Sehr schönes Tor. Und jetzt können wir doch ein bisschen beruhigter in die Halbzeit gehen. Und müssen jetzt nicht so mit dem extremen Druck eines 0-1 Rückstandes in die Pause gehen.
Ja, da haben wir den für uns angesprochenen Pepe. Ja, hier wieder die Maria und Halbzeit. Ach, hier Hummels, ne? Und so, also macht kein extrem glückliches, aber auch kein unzufriedenes Gesicht. So relativ neutral, ne? Ja. Hier sehen wir jetzt aber das Tor von Modric. Ja, wie gesagt, das war mehr so ein reines Glückstor, aber das von Dortmund gerade war auch nicht so jetzt überzeugend, dass man sagt, das war unhaltbar. Also, ja, waren zwei glückliche Tore. Aber wie gesagt, auch verdiente Tore in meinen Augen. Und damit überspringen wir, gucken hier nochmal. Ja, Ballbesitz mehr auf Dortmund-Seite und Passgenauigkeit sehr ausgeglichen. Naja, und weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Aber hier im Estadio Santiago Bernabeu haben wir Stadion Bernabeu, bla bla bla. Ja, ja, hier kommt man ganz hochtraben, Junge. Hast doch eh keine Ahnung. Lange und ja, Eckball, Schmelzer, schön Kopf dazwischen gehalten hier. Jeder normale Mensch wäre zusammengekippt und was macht er? Er bleibt einfach stehen wieder eins. Wer war das? Es ist der Führungstreffer. Die Ecke. Okay. Der Abschluss viel zu schwach. Sehr unbekannte für mich. Ja, Leute, ich kenne halt leider nicht alle. Vielleicht ist es auch gar kein schlechtes Spiel, ich weiß es nicht. Aber da sagt mir jetzt so gar nichts der Name. Sehr weiter Abstoß. Sah schon, sogar schon fast gefährlich aus, hätte die Dortmunder jetzt den Kopfball hier gewonnen. Aber naja, haben sie ja leider nicht. Komm hier über außen mal spielen. Nee, ich bin wieder in die Mitte. Ja, komm, guck mal da hinten. Steht Reus frei. Genau. Und hier da außen. Auf, ja, jetzt spielt er zurück. Ich hätte ja auch eher auf in der unten hier 25 auf Pisscheck gespielt. Sollst du sagen, das ist halt so ein Computerprogramm, was hier arbeitet. Und die sind halt manchmal nicht immer die Schlauesten, wie auch hier. Reus nimmt den Ball an, dreht sich rum und bleibt stehen. Also, sagst du dir manchmal, what the fuck? Was soll das? Oh, Heimmannschaft wechselt. Okay. Bin ich ja jetzt mal gespannt, so kurz nach der ersten Halbzeit, oder nach der Halbzeitpause besser gesagt, schon zu wechseln. Ein wunderschönes Zuspiel. Wow, war gerade sehr gefährlich, der Pass auf Modric. Aber ist angekommen. Özil, was macht er? Ah, hat schön getänzelt, aber ist nicht vorbeigekommen. Also, die Deutschen kennen sich da zu sehr, wenn ich mich jetzt, also, meine Augen war es gerade Hummels. Ich kann es jetzt leider nicht so schnell wiederholen. Oh, schnell auf Reich, das kommt schon. Ja, ihr hört, ich muss jetzt gerade das Nase auf, ich bin ein bisschen erkältet. Hoffen mal, das hört man nicht und stört auch nicht zu viel. Aber ich habe gedacht, nee, ich will euch hier diese geile Partie bringen und ja, da ist sie. Nicht? Schön, Gündogan, was machst du? Tempel, Tier, Brustkreuz. Reus. Ja. Komm schon, jetzt nochmal so ein geiles Tor wie kurz vor der Halbzeit. Ja. Ah, jetzt hier, komm mal. Das ist doch mal Einwurf. Wir wollen endlich, haben wir mal den Einwurf. Oh, sogar Doppel-Einwurf, okay. Peric geht. Kommt rein, Brustkreuz geht's raus und wer geht raus? Benzema und Higuain kommt rein. Okay. Also eigentlich kompletter Positionswechsel. Jo, kann man so bringen. Cristiano Ronaldo. Ja, hier, Cristiano Ronaldo, heute mal nicht so dein Tag, hä? Du bist heute relativ still gehalten und hast auch noch nicht so die Ballkontakte wie erhofft für dich. Ja, das hat er kommen sehen. Also das war dieses sehr gut, die Dortmunder. Muss ich jetzt schon mal so sagen. Jawohl, da hat erklären können. Okay, schöner Kopfball. Nein, war auch wichtig, dass sie jetzt gewonnen haben. Ich sag's ja immer, Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Jawohl, sehr schön, Lewandowski. Ja, genau, nochmal raus und jetzt hier. Ja. Gehalten. War ein schöner Schuss von Reus. Hätte auch wirklich Glück haben können, das Ding wäre reingegangen. Schmelzer, das war zu offensichtlich, dass du den Button spielen willst.
Gündogan. Ach, bleibt da hängen. Reus, was macht er? Bringt ihn rein, Lewandowski. Ja, genau. Tenzel noch dreimal. Bleibt dann hängen, Götze. Ja. Dann lieber sie mit diesem 08. Unentschieden nicht zufrieden. Sie wollen in Führung gehen, das merkt man. Ja, das merkt man. Das wollen sie und das können sie und das ja, hätten sie sogar jetzt momentan verdient. So muss man sich jetzt ab der Spieler fallen. Ja. Was soll man jetzt noch groß sagen? Also macht doch jetzt endlich mal das Ding rein. 80. Minute bricht okay. Gleich an, dann sind wir noch so 10 bis 12 Minuten zu spielen. Also, es könnte, wenn sie jetzt noch ein Tor schießen, drücken sie dann so, wie sie drücken, weil es auch sehr wahrscheinlich ist, vielleicht, dass sogar noch was passiert. Können es sehr, sehr eng werden für Real. Aber, ja, gut. Die haben so viel Klasse, ne? Die müssen nur einen guten Angriff kriegen und zack, dumm. Ja, da wäre es schon fast gewesen. Wie gesagt, die ganze Zeit kriegen sie den Ball aufs Tor und dann hier einmal kurz durchgesetzt und ja, hat er sich gegen zwei Leute richtig gut durchgesetzt. Knack vorbei! Und Xabi Alonso kommt rein. Wird jetzt nochmal gefährlich, also. Ja, der Mann ist für sehr viele Sachen gut zu gebrauchen. Also, sehr guter Around-Fußball in meinen Augen. Kann defensiv wie auch offensiv sehr gute Aktionen kriegen und bringt auch viel Stabilität in die Mannschaft. Ja, vor allem auch durch seine Erfahrenheit. Modric. Ist ja, ein sehr guter Einwechslungsversuch also hier, so um nochmal was zu reißen. Hoppla, hier im letzten ja. Moment, das ganz wichtig. Jetzt hat er noch keinen einzigen Ballbesitz gehabt. Rennt bis jetzt nur hinterher. Ganz sicher hat er das gemacht. Ja, und jetzt steht er wieder in der eigenen Hälfte, weil ja. Und so, ne? Weil er es halt kann. Macht er also macht jetzt hier ein. Boah, da haben wir uns. Und ja, gleich ist eine Blauze und dann neben. Oh, was jetzt? Jetzt sieht es schon fast wieder nach einer Auswechslung aus, weil immer wenn so eine Einblendung hier kommt und dann irgendwelche Daten von dem Spieler ist, weiß ich es auch nicht mehr genau. Und Götze kommt raus und bleibt mal rein. Wow, das ist eine Überraschung. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, so, ich sage jetzt mal grob 5 Minuten vorm Ende, dass da jetzt wirklich nochmal ein so junger Spieler, na gut, so junger Spieler ist es auch nicht, also jetzt im Verhältnis zu Götze gesehen nicht, aber von der Erfahrung her und dem allen doch sehr junger Spieler, wie gesagt, jetzt im Verhältnis zu Götze hat er halt wirklich viel weniger Einsätze und auch vor allem international. Deswegen. Aber naja, ist trotzdem ein sehr klasse Fußballspieler und in meinen Augen auch ein sehr großes Talent noch, was wirklich Dortmund, wenn es dort bleiben sollte, ne, sehr viel bringen kann. Also, es ist noch so ein Topstar der Deutschen in meinen Augen, der wirklich richtig genial werden kann. Ja, das muss am Rande. Ich glaube, dass wenn es hier so bleibt, bleibt es ein 1-1. Und damit geben sich beide nur einen Punkt und schenken dem Kontrahenten keine 3 Punkte. Das ist schon mal gut. Hält auf jeden Fall spannender, wer erster und zweiter wird. Aber ja, sonst entwickelt sich da glaube ich nicht groß gut. Kommt jetzt aufs Spiel zwischen Ajax und Man City an. Aber naja, das war's Leute, ne? Ein 1-1 und ich sag, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.